Noch mal ganz konkret zur europäischen Demokratie. Die Schuldenkrise hat zweierlei Dinge deutlich gemacht. Zum einen, die EU darf sich nicht mehr nur allein über ihren Output, insbesondere ihren ökonomischen Output, legitimieren. Sie muss auch sich an dem Maß messen lassen, das sie an demokratischer Selbstbestimmung ermöglicht. Denn sonst droht in solchen Krisen wie dieser Schuldenkrise auch eine Akzeptanzkrise der EU. Zum anderen zeigt die Krise auch, dass eine weitere Integration nicht mehr als ein von oben verordnetes Elitenprojekt möglich ist, weil dafür die stillschweigende Zustimmung in der Bevölkerung fehlt. Das haben wir heute auch schon angesprochen. Europapolitik darf auch nicht als Politik der Alternativlosigkeit erscheinen. Wir brauchen den politischen Wettstreit. Deshalb haben wir eine Studie in Auftrag gegeben, die ausloten sollte, wie lebendige Demokratie oder noch lebendigere Demokratie in der EU aussehen kann. Und wir wollen heute Abend darüber diskutieren, wie demokratisch die EU verfasst sein kann und welche Forderungen wir an eine europäische Demokratie in der EU stellen. Es diskutieren mit uns Ulrich Preuß. Er ist Verfassungsrechtler und emeritierter Professor der Freien Universität Berlin. Zur Linken Gerald Heffner, er ist Mitglied des Europäischen Parlamentes. Zu meiner Rechten begrüße ich Peter Graf Kielmannseck. Er ist emeritierter Professor der Universität Mannheim. Und ich begrüße ganz herzlich Heather Krubbe. Sie ist Direktorin des Open Society Institute in Brüssel. Herzlich willkommen. Herr Preuß, Sie waren zusammen mit Claudio Franzius Autor der Studie zur Zukunft der europäischen Demokratie. Welche Forderungen stellen Sie an eine lebendige Demokratie und welche Reformvorschläge leiten Sie daraus ab? Also bevor ich einzelne konkrete Vorschläge kurz vorstelle, müsste ich gewissermaßen den Rahmen kurz skizzieren, innerhalb dessen wir diese Studie angefertigt haben. Wir haben gewisse Prämissen gesetzt, von denen wir ausgegangen sind, die wir allerdings auch ganz plausibel finden und die ich kurz erwähnen möchte. Die eine Prämisse ist die, ich meine, das ist auch eine Prämisse, die Sie offenbar auch geteilt haben, sonst hätten Sie den Auftrag nicht erteilt, dass die augenblickliche Krise in Europa nicht nur eine Schulden- und eine Währungskrise, sondern doch auch in gewisser Hinsicht eine Legitimationskrise oder eine Vertrauenskrise ist. Also eine Krise ist, die die Demokratie selbst im Kern betreffen kann oder betrifft und deswegen einer genaueren Untersuchung der Krisenursachen gewissermaßen bedarf. Und als ich hier heute in Hambach zugehört habe, ist mir eingefallen, es geht ja im Wesentlichen bei der Schulden- und der Finanzkrise um Transferleistungen, dass vielleicht dieses demokratische Element, das hier auch aufscheint, eine Verbindung hat zu dem uralten demokratischen Slogan, der vor über 200 Jahren geprägt worden ist, nämlich No Taxation Without Representation. Dass in Europa jetzt gewissermaßen wie ein Aufwachen stattfindet der Bürger, die feststellen, dass die Europäische Union eben nicht nur ein technischer Apparat ist, der bestimmte Verwaltungsleistungen erbringt, Wohlstand und Frieden natürlich, das ist mehr als eine Verwaltungsleistung, aber doch etwas, was als selbstverständlich gegolten hat, sondern dass es ein demokratisches Problem gibt. Und dieses demokratische Problem, und das ist jetzt das sind die Prämissen, die ich voranstellen möchte, liegt in zweierlei. Wir alle kennen das natürlich. Das erste ist, dass die europäischen Regierenden nicht wie nationale Regierenden von den Bürgern abgewählt werden können, also aus dem Amt gejagt werden können mit dem Wahlzettel, das heißt mit demokratischen Mitteln. Wir alle wissen das, dass in einer nationalstaatlichen Wahl, nach einer Wahl, dann eine bestehende Regierung abgewählt werden kann, durch eine neue ersetzt werden kann. Das ist auf der europäischen Ebene nicht oder nur sehr vermittelt, wenn überhaupt möglich. Und das Zweite ist, dass die europäische Politik im Grunde genommen weitgehend eine Exekutivpolitik ist. Das heißt also, eine besteht und getrieben wird von Exekutiven, nationale Exekutiven, aber eben auch supranationale, also europäische Exekutiven.
Und wenn wir uns sehen, wenn wir uns ansehen, was gerade jetzt passiert mit dem europäischen Rettungsschirm, alle Maßnahmen, alle Krisenschritte, die in den letzten Wochen und Monaten genommen, getan worden sind und die auch jetzt bevorstehen, finden eigentlich im Grunde genommen auf der Ebene der Exekutiven, der nationalen Exekutiven statt, im Zusammenwirken mit den Spitzen der Exekutive der EU. Das ist ein Demokratieproblem, spätestens jedenfalls seitdem den Europäern klar geworden ist, dass das normale Funktionieren Europas als eine Gemeinschaft, die Wachstum und Wohlstand garantiert und natürlich auch Sicherheit, dass diese Prämisse offenbar nicht mehr stimmt. Andrew Moravcik hat vorhin gesagt, die wirklichen sozusagen brennenden Probleme, um die herum sich auch demokratische Konflikte entwickeln können, seien nicht Selbstverständlichkeiten, sondern seien Dinge, die wichtig sind für die Leute und nicht nur wichtig, sondern sie werden erst dann wichtig oder werden als wichtig erkannt und wahrgenommen, wenn sie nicht mehr selbstverständlich sind. Und genau diese Situation haben wir jetzt. Die Leute fürchten nicht nur den Transfer von Riesenbeträgen von einem Land zum anderen, die berühmte Transferunion, sondern ich glaube, was sie noch viel mehr fürchten, ist, dass durch die Schuldenkrise sich die Banken verschuldet haben und wenn der Bankensektor zusammenbricht, dann ihre Ersparnisse und ihre sonstigen sozusagen Zukunftsschätze, die sie dort aufgehäuft haben, in geringem Umfang sicherlich, aber doch, dass die in Gefahr geraten. Das heißt also, das ist der Punkt, wo wir sagen müssen, da wird das abstrakt-akademische Problem des sogenannten demokratischen Defizits, über das jahrelang diskutiert worden ist, wirklich zu einem handfesten, brennenden, aktuellen, lebensweltlich greifbaren Problem der Bürger in Europa. Es gilt allerdings auch der Satz, dass Demokratie natürlich nicht die Lösung aller dieser Probleme ist, die momentan in Europa die Menschen bewegen. Also die Schuldenkrise, die Währungskrise, gegebenenfalls auch noch die Bankenkrise und daran natürlich sich anknüpfende Wirtschaftskrise, die dann in die Realwirtschaft einwandern wird. All diese Krisen sind natürlich jetzt nicht, so naiv ist natürlich niemand, durch Verbesserung der Demokratie gelöst werden. Aber wir glauben schon, wir heißt jetzt der Mitautor, Claudio Francis und ich, wir glauben schon, dass ohne die Verbesserung der demokratischen Institutionen, Instrumente innerhalb der Europäischen Union diese realen wirtschaftlichen, sozialen, aber auch natürlich kulturelle Probleme, nicht wahr? Die Entfremdung, das sage ich jetzt in Parenthese, diese Entfremdung, die stattfindet zwischen dem Norden Europas, dem Nordwesten, dem Norden Europas und dem Süden Europas, nicht wahr? Diese, was man durchaus findet, diese vorhin ja auch schon erwähnte herablassende Art und Weise, über die mediterranen Länder zu sprechen, also das ist auch eine kulturelle Krise, auch eine Krise sozusagen der Toleranz von Diversität und auch Multikulturalität in Europa, dass diese Krisen sicherlich besser gelöst werden können oder möglicherweise überhaupt nur gelöst werden können, wenn wir das demokratische Fundament der Europäischen Union erheblich verbessern. Es geht also nicht darum, die Demokratie für Europa vollkommen neu zu erfinden. Das ist uns nicht gelungen, sondern es ging darum, anzuknüpfen an das, was bereits existiert und was entwickelt werden kann, was teilweise auch aufgenommen werden konnte aus Diskussionen in anderen Ländern der Welt, die sich ebenfalls Gedanken machen über die Verbesserung demokratischer Beteiligung. Ich will nennen drei Grundvoraussetzungen, die wir gemacht haben, bevor ich dann zu einigen einzelnen Vorschlägen komme. Das erste ist, wenn wir von europäischer Demokratie sprechen, dann meinen wir nicht, dass Europa oder sozusagen das Substrat der europäischen Demokratie ein europäisches Volk, also ein Demos sein wird oder sein kann. In demselben Sinne, wie das eben in den Nationalstaaten in der Regel jedenfalls angenommen wird. Es gibt ja diese berühmte These, keine Demokratie ohne Demos. Diese These hängen wir nicht an. Wir sind der Auffassung, dass Europa als ein Projekt von vornherein, zumal natürlich nach 1989, aber bereits in den 50er Jahren, als ein Projekt von sehr
unterschiedlichen, von heterogenen politischen Gemeinwesen gegründet worden ist. Und dieses zumal mit den verschiedenen Schritten der Erweiterung ist es deutlich geworden, dass Europa ein sozusagen Vielvölkerbund ist und die Grundlage europäischer Demokratie also nur die Institution sein kann, die 1993 in Europa geschaffen worden ist, nämlich der Unionsbürger. Der Bürger als der Status, der in allen vormodernen und modernen politischen Gemeinschaften gleichsam als der Grundstatus politischer Beteiligung und demokratischer Teilhabe konzipiert worden ist, also der berühmte Politis, der Civis, der Bürger und der Unionsbürger, der in dieser Tradition Europas steht, als der das Subjekt gewissermaßen, auf dessen Grundlage oder der die Grundlage bildet für die europäische Demokratie. Die zweite Prämisse, die wir gemacht haben, ist die, dass die europäische Demokratie nicht vorstellbar, nicht denkbar, nicht machbar ist ohne die Demokratie in den Mitgliedstaaten. Das heißt, die Verbindung, die innere Verbindung zwischen den demokratischen Gemeinschaften, die in den Staaten organisiert sind, auf der einen Seite mit der europäischen Demokratie, ist ein konstitutives Merkmal europäischer Demokratie, aber nicht in dem Sinne, und da weichen wir jetzt ab von dem, was bisher dazu auch vor allen Dingen in Deutschland, übrigens auch dann insbesondere vom Bundesverfassungsgericht vertreten worden ist, nicht in dem Sinne, dass die europäische Demokratie gleichsam eine Art Derivat ist von den nationalen Demokratien, dass also da ja die berühmten Staaten die Herren der Verträge sind, deswegen auch die demokratische Legitimation der Europäischen Union alleine aus den Mitgliedstaaten kommen muss. Und nur in dem Maße, in diese Legitimation aus den Mitgliedstaaten kommen kann, wir auch auf europäischer Ebene nur demokratische Institutionen haben können. Diese Auffassung sind wir nicht. Wir sind der Auffassung, dass es zwei sozusagen nebeneinander bestehende, aber miteinander verbundene Legitimationssäulen der europäischen Demokratie gibt, nämlich auf der einen Seite die Demokratie in den Mitgliedstaaten. Das ist sozusagen das föderale Element. Und das zweite, die demokratischen Institutionen und Verfahren auf europäischer Ebene. Also wir wollen gewissermaßen die Demokratie in Europa europäisieren, ihr einen eigenen europäischen Rang geben, gestützt auf den Unionsbürger als einer Figur, die aber ihrerseits natürlich gleichsam verbunden ist mit dem Nationalstaat. Denn Unionsbürger kann man nicht sein ohne Bürger eines Mitgliedstaates zu sein. Da sind sie wieder miteinander verklammert. Diese Verklammerung ist wichtig, aber diese Verklammerung soll auch bedeuten, dass sie sozusagen gleichberechtigte Stränge der Legitimation darstellen und bilden und dass auf dieser Grundlage auch die Entwicklung und die Entfaltung der europäischen Demokratie erforderlich ist. Nun einige Beispiele. Wir glauben, dass es wichtig ist, das sind teilweise nur kleine Schritte, die aber, glaube ich, wichtig ist, weil unsere Vorstellung ist die, wenn wir eine Dynamik der Europäisierung der Demokratie auslösen, wir auch gewissermaßen den Prozess demokratischer Teilhabe in Europa verbessern können. Also das Institutionelle, ein erstes wäre, dass wir ein einheitliches europäisches Wahlrecht für das Europäische Parlament schaffen müssten. Das ist was sehr Banales, aber es ist immens folgenreich, dass wir momentan immer noch nationale Wahlsysteme und Wahlrechtsregelungen haben, die natürlich verdeutlichen, dass im Grunde genommen die für Europa gewählten Abgeordneten im Grunde primär nationale Abgeordneten sind, die also gleichsam im Kontext im Kontext der jeweils nationalen, der mitgliedstaatlichen Politik gleichsam ausgewählt werden. Und dementsprechend im Grunde genommen, obwohl es natürlich in den Verträgen anders steht, aber doch gleichsam Repräsentanten oder Abgesandte der jeweiligen Mitgliedstaaten in Europa, in Straßburg sind. Das sollte sich verändern, das sollte geändert werden durch ein einheitliches europäisches Wahlrecht. Das müsste unterstützt werden durch ebenfalls ein einheitliches
europäisches Parteienregime oder Parteienstatut, das deutlich macht, dass es genuin europäische Parteien gibt. Natürlich sind sie verbunden mit ihren jeweiligen sozusagen Strömungen in den Nationalstaaten, also die Liberalen, die Sozialisten, die Konservativen, die Christdemokraten, die Grünen und so. Natürlich haben sie jeweils Verbindungen, wie sie auch jetzt natürlich schon haben, international. Aber es macht einen Unterschied, ob wir eine genuin europäische Partei haben und ein Parteienstatut, das diese europäischen Charakter hervorhebt, oder ob wir im Grunde genommen Parteien haben, deren europäischer Charakter eigentlich immer nur so ein bisschen angemalt ist. In Wirklichkeit sind sie im Kern nationale Parteien. Ein weiteres zentrales Element bezieht sich jetzt auf das Funktionieren gewissermaßen der europäischen Institutionen. Und hier auch wieder etwas auf den ersten Blick relativ Unscheinbares, aber aus unserer Sicht ebenfalls etwas, was eine Dynamik entfesseln könnte. Nämlich, dass dass so etwas wie eine Politisierung der Wahl und der Auswahl derjenigen, die für Europa sprechen, stattzufinden hat. In erster Linie denken wir hier an den Kommissionspräsidenten, der ja bekanntlich nach dem jetzigen Reglement von dem Rat dem Parlament vorgeschlagen wird. Und das Parlament kann ihn ablehnen oder muss ihn dann wählen. Und wenn er ihn abgelehnt, dann muss ein neuer Vorschlag kommen. Also es ist ein Zusammenwirken dieser beiden Institutionen. Wir stellen uns vor, dass wenn es im Vorfeld der europäischen Wahlen von den Parteien aufgestellte Kandidaten für den Vorsitz der Kommission gibt, als der immerhin wichtigsten will ich nicht sagen, aber einer sehr wichtigen Institution, die ja gewissermaßen der Wächter über die europäischen Verträge und die Integrität des europäischen Projektes darstellt, dass also bestimmte Kandidaten gleichsam konkurrieren um die Position des Vorsitzes der Kommission, des Präsidenten der Kommission, dann bedeutet das eine Politisierung dieser Auseinandersetzung. Und das ist das, was Politik im Grunde natürlich ist. Politik ist, ist Streit, ist Kampf, ist Wettbewerb unter Personen, die natürlich Programme und Strömungen und gesellschaftliche Kräfte repräsentieren. Aber diese geringe Wahlbeteiligung, die für die europäischen Wahlen charakteristisch ist auch die Folge davon, dass im Grunde genommen die europäischen Bürger gar nicht erkennen, dass hier etwas auf dem Spiel steht, dass es wichtig ist, ob Herr X oder Frau Y gleichsam Präsidentin der Kommission wird, wo man weiß, dass dieser Präsident, diese Präsidentin natürlich einen erheblichen Einfluss hat auf die Zusammensetzung der Kommission insgesamt und als Gegenspieler sozusagen zum Parlament. Also eine Politisierung der Auswahl, insbesondere des Präsidenten, scheint mir sehr wichtig zu sein. Und im Zusammenhang damit steht dann auch wiederum eine Stärkung der Stellung des Europäischen Parlaments. Wir glauben schon, dass das Europäische Parlament, das ist der letzte Schritt auf einer langen und auch sehr erfolgreichen Karriere des Europäischen Parlaments zu der heutigen Situation, dass sie das Initiativrecht für die Gesetzgebung erhalten sollen. Was dann sozusagen den Konflikt oder auch die Interaktion zwischen dem Kommissionspräsidenten, der eben doch so etwas wie eine demokratische Legitimation, eine direktere demokratische Legitimation hat, auf der einen Seite dem Parlament, auf der anderen Seite befördern sollte. Ich glaube, sollte vielleicht für den Moment erstmal ausreichen. Wir haben ja noch ein paar andere Sachen, die wir dann noch ergänzen können, aber ich will nicht zu lange auf einmal sprechen. Ja? Okay. Vielen Dank. Vielen Dank, Vielen Dank, Ulrich Preuß. Gerald Heffner, Sie sind nicht nur Mitglied des Europäischen Parlaments, sondern haben einen Verein gegründet, Mehr Demokratie, und setzen sich schon seit sehr langem für mehr Bürgerbeteiligung auf allen politischen Ebenen ein. Wo würden Sie die Schwerpunkte setzen bei den Vorschlägen, die Herr Preuß gemacht hat? Wie kann man die Bürger mitnehmen und wie kann man ihnen Beteiligungsformen anbieten und einfach mehr Beteiligung in Bezug auf europäische Entscheidungen herstellen? Ja, im Übrigen, neben Mehr Demokratie auf der nationalen Ebene, denn Mehr Demokratie ist ein deutscher Verein,
haben wir auch Democracy International gegründet, was eben ein internationaler Verein ist, der sich die Demokratie im transnationalen Raum vor allen Dingen zur Aufgabe macht. Und das ist ja ein Kern des Problems, dass wir Demokratie errungen, erkämpft haben und wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung und unterschiedlichem Maß, aber doch in einem relativ hohen Maße errungen haben in den Nationalstaaten, aber eben heute immer mehr Entscheidungen im supra- oder transnationalen Raum treffen, wo wir noch nicht adäquate Instrumente geschaffen haben. Ja, ich glaube, dass es gut ist, dass wir, oder ich sage es mal anders, dadurch, dass ich beides tue, im Parlament sitze und diesen Verein leite, habe ich natürlich sehr stark beide Seiten. Ja? Und ich glaube, dass das ein Teil des Problems heute ist, dass nämlich die Diskussionen ziemlich getrennt laufen und nicht mehr miteinander. Das machen wir uns zum Beispiel im Europäischen Parlament viel zu wenig klar, dass wir von morgens bis abends diskutieren mit unseresgleichen, also mit Abgeordneten, mit Journalisten, mit Beamten der Kommission, des Rates, mit Lobbyisten und so weiter, aber dass Kontakt mit den Bürgern fast nicht stattfindet, was übrigens auch bei der Art, wie diese Arbeit organisiert ist, schwer möglich ist. Zum Beispiel bei 44 Sitzungswochen im Jahr, das Jahr hat 52 Wochen, schwer zu leisten ist. Und also es gibt viele ganz banale Dinge, wo man da schon anfangen könnte. Aber ich würde gerne einen Schritt weitergehen und sagen, ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir diese Debatte nicht zu sehr nur als eine akademische Debatte führen. Denn im Moment gehen die Leute zunehmend auf die Straße. Mein Eindruck ist, die Demokratiefrage ist die Kernfrage, die Schlüsselfrage heute zu Beginn des 21. Jahrhunderts, und zwar nicht nur bei uns, sondern weltweit, weil die Menschen die Frage umtreibt, wer entscheidet eigentlich noch und aus welchen Gründen. Und ich glaube, wenn wir da nicht aufwachen und viel stärker, das sage ich jetzt ein bisschen auch an die Adresse der Grünen, die hier sitzen, auch als Grüne dieses Thema wieder benennen, wenn wir uns nicht einfach sozusagen zufrieden geben mit dem erreichten Maß an Demokratie, sondern uns bewusst werden, dass Demokratie nichts ist, was man einfach hat, was fertig ist, wie sozusagen ein Auto, das man in die Garage stellt, sondern Demokratie ständig neu errungen und weiterentwickelt werden muss, weil sie sonst perdu geht, dann habe ich Sorge, wird das ziemlich finster werden. Also die aktuelle Krise ist eine soziale Krise, weil die Menschen das Gefühl haben, es geht nicht gerecht zu. Da habe ich übrigens gar nicht so sehr das Solidaritätsproblem innerhalb Europas, womit ich meine zwischen Staaten, sondern ich glaube, dass viel mehr Menschen und jedenfalls die, die uns mehr interessieren sollten, umgetrieben werden von einem anderen Solidaritätsproblem, weil sie immer weniger verstehen, warum die Steuerzahler denn die Zeche zahlen sollen für unbegreifliche Spekulationsvorgänge, bei denen andere die Gewinne davon getragen haben. Also jeder Schuld steht ein Gewinn gegenüber und das thematisieren wir nicht, sondern wir sagen, es ist alternativlos, wir müssen sofort handeln, wir müssen die Staaten retten, die Banken retten. Aber wir stellen diese dahinterliegende Kernfrage nicht, dass wir nämlich massiv umverteilen von den Steuerzahlern, von denen, die eigentlich die Gesellschaft mit ihrer Arbeit tragen, zu Vermögensbesitzern, zu leistungslosen Einkommen, zu denjenigen, die so viel Geld haben, dass sie von den Zinsen leben können. Und ich muss gestehen, wenn mir dann einer sagt, es ist neulich passiert, bei einer Veranstaltung kam einer zu mir und sagte, Herr Häfner, ich investiere seit über einem Jahr nur noch in Griechenland Anleihen. Da bekomme ich im Moment mehr, als ich sonst in Waffenhandel oder Drogenhandel bekäme. Und Sie sind noch so blöd und garantieren mir das, ja, sagte der mir als Europaabgeordneter aufs Gesicht zu. Da muss ich sagen, wir stellen bestimmte Fragen, wir stellen Kernfragen, die hinter den Liquiditäts- und Stabilisierungsfragen als eigentliche Fragen liegen, zu wenig. Und darin sehe ich auch eine Demokratiefrage, denn es schwindet das Vertrauen in die Lösungskompetenz der Politik und das Schlimmste für mich ist, wir führen die Debatte gar nicht. Wir führen keine wirkliche europäische Debatte über die Frage unseres Wirtschafts- und Sozialmodells, unserer Finanzpolitik in Europa. Wir haben nur nationale Debatten. Deswegen ist die Frage nach europäischer Demokratie in erheblichem Maße auch die Frage, wie können wir denn in Europa Räume schaffen, Verfahren schaffen, Instrumente schaffen, durch die Menschen sich zu Wort melden, einmischen und durch die sie miteinander eine Debatte beginnen können, eine europäische. Also wenn man guckt, was jetzt passiert ist, was man sieht, es gibt zum Beispiel diesen Mitgliederentscheid in der FDP oder sowas, das sind ja alles eher
tragische, eher hilflose Dinge am falschen Ort, zum falschen Zeitpunkt, mit dem falschen Instrument. Aber meine Sorge ist, wenn wir nicht die europäische Debatte dafür organisieren und führen, dann werden wir in Europa zunehmend Elemente bekommen, die so ein bisschen Tea Party-mäßig gestrickt sind. Ja? Also Leute, die sich eigentlich nicht mehr am gemeinsamen Projekt wirklich beteiligen, sondern nur noch den eigenen Egoismus darin im Auge haben. Jetzt, was kann man tun? Ich glaube, dass wir uns klar machen müssen, Europa begann als ein, UK Preuß hat es gesagt, Elitenprojekt, verfassungsrechtlich gesprochen, begann Europa im Grunde, die Europäische Union, durch das Instrument zwischenstaatlicher Verträge. Das ist Arkanbereich der Exekutive, da können Parlamente nur am Ende abnicken, ratifizieren, zustimmen. Wir machen aber im Moment etwa 75 bis 80% der Innenpolitik, der Entscheidungen, die das tägliche Leben der Menschen betreffen. Und die Menschen haben nicht den Eindruck, dass sie zum Beispiel mit der Wahl zum Europäischen Parlament diese Politik direkt beeinflussen können. Das Europäische Parlament ist gestärkt worden durch den Lissabon-Vertrag, aber viel mehr gestärkt worden ist der Rat. Und im Moment sind auch wir Abgeordnete des Europäischen Parlaments in vielerlei Hinsicht Zuschauer, stellen fest, wann, wie und wo Merkel und Sarkozy sich treffen, was sie wieder verabreden und können dann am Schluss vielleicht noch das eine oder andere ein Stück weit verändern. Aber wir führen nicht die Debatte, weil das Parlament noch nicht der Ort ist, an dem diese Debatte wirklich geführt wird. Wie wollen wir Europa regieren? Welches Wirtschafts- und Sozialmodell haben wir? Wie unterscheidet sich das zum Beispiel vom Angelsächsischen ebenso wie von, sagen wir mal, dem Chinesischen? Ich meine, wir haben da in Europa einen ganz anderen Ansatz. Er kommt aber nicht zum Tragen, weil wir die Debatte gar nicht führen. Da spielen dann solche Elemente eine Rolle wie das Wahlrecht. Allerdings ist das ein bisschen tragisch. Wir sind ja gerade dabei, ich bin der Shadow im Parlament dafür, das europäische Wahlrecht A zu europäisieren, B diese transnationalen Listen einzuführen. Wenn es so ausgeht, wie es im Moment absehbar ist, dann scheitert es an den Konservativen und an den Sozialdemokraten. Und ein bisschen, das muss ich als Wasser in den Wein gießen, auch am Berichterstatter selber, der an dieser Stelle mit dem Kopf durch die Wand wollte, 17 umfassende Änderungen im Wahlrecht gleichzeitig durchsetzen wollte, das Ganze auf dem Weg einer Vertragsänderung, weil er die Zahl der Sitze erhöhen wollte, statt es innerhalb der jetzigen Sitze zu machen und die Sitzverteilung ändern wollte, statt die bestehende zu akzeptieren. Nur dadurch braucht man die Vertragsänderungen. Macht man das innerhalb der 751 unter Akzeptanz der bestehenden Verteilung nach Ländern, könnte man es ohne Vertragsänderung machen. Und das hat sehr viel Widerspruch hervorgerufen, den wir jetzt kaum noch einfangen können. Ich kämpfe da aber sehr, bin im Moment im Gespräch mit den Leuten aus allen Fraktionen, weil unser Ausschuss ist hier federführend, und versuche durch einen Kompromissvorschlag, den ich eingebracht habe, doch noch die Zustimmung zu organisieren. Der Kompromissvorschlag, nur sehr kurz für die, die das interessiert, sieht so aus, dass wir eben innerhalb der gegebenen Sitzverteilung die Sache so organisieren wollen, dass man transnational, also jeder hat dann zwei Stimmen, das kennen wir ja in Deutschland. Sie haben einerseits die Liste der deutschen Bewerber von deutschen Parteien aufgestellt. Sie haben eine zweite Stimme, wo Sie aus einem europäischen, transeuropäischen, transnationalen Wahlkreis aus einer gemeinsamen europäischen Liste auswählen, aber nicht die Zahl der Sitze erhöhen, sondern das innerhalb der 751 tun und sagen, die so gewonnenen Sitze werden auf die Verteilung nach Ländern angerechnet, sodass diese sich nicht ändert. Und das würde sofort all den kleineren Ländern die Angst nehmen, dass das zugunsten der großen Länder ausgeht. Das ist nämlich, warum die sich alle zusammengetan haben, um die Sache zu verhindern. Hätte man das früher so eingebracht, hätten wir es möglicherweise durchbringen können. Ich will zwei Sachen noch kurz sagen. Das eine ist European Citizen Initiative. Mit großen Versprechen versehen. Ich persönlich auch habe sehr viel getan, dass dieses Instrument einigermaßen funktionieren wird. Ich habe es ja, Mehr Demokratie hat es ja eingebracht, damals im Konvent. Wir haben es jetzt im Parlament. Ich bin Berichterstatter geworden dazu. Aber man muss da auch deutlich sagen, dieses Instrument startet mit so viel Fußfesseln, dass ich noch nicht sicher bin, ob es den großen Durchbruch hin zu mehr europäischem Diskurs, mehr europäischer Bürgergesellschaft und Beteiligung bringen wird. Das liegt zum Beispiel daran, dass 90% der Initiativen, die bei mir vorstellig werden, an der Zulässigkeit scheitern werden, weil die Kommission und der Rat durchgesetzt haben, nur was wir schon
geregelt haben. Nur da soll man Initiativen drauf beziehen können. Also wenn jetzt Europäer sagen, wir wollen Atomausstieg in Europa durchsetzen, wir wollen einen Sitz für das Europäische Parlament, wir wollen eine Transaktionssteuer für Börsenumsätze europaweit durchsetzen, lauter sinnvolle Sachen, alle nicht zulässig. Ja? Und wenn ich dann den Leuten erkläre, was zulässig wäre, dann fragen die aber, wozu brauche ich da dieses Instrument, weil es zu kleinteilig ist. Es gibt immer noch, und das geht nicht nur in Rat und Kommission, das gibt es auch im Parlament selbst, es gibt diese wahnwitzige Angst vor dem Bürger. Ja. Wehe, wenn der Bürger sich zu Wort melden kann, was wird er wohl sagen? Das müssen wir eindämmen, das müssen wir bürokratisch zähmen und so weiter. Ich würde weitergehen. Ich würde sagen, wir brauchen diese Citizen Initiative, die führt, wenn es gut geht, zu europäischen Debatten. Aber die Bürger können damit nur Themen benennen, also sozusagen Vorschläge machen. Danke, ich habe es gesehen. Vorschläge machen, sie können nicht entscheiden. Ich glaube, langfristig brauchen wir auch europäische Referenden. Ich weiß, wie groß die Angst davor ist. Und ich glaube, genau diese Angst führt uns dazu, das Falsche zu tun. Nur zur Erinnerung, wir haben über 60 Referenden über Europa in europäischen Mitgliedstaaten bis heute gehabt. Von denen sind über 50 positiv pro Europa ausgegangen. Die letzten nicht mehr. Und mir wäre viel lieber, wir würden analysieren, woran das liegt, als jetzt sagen, wir können Europa nicht mit den Bürgern bauen. Ich sage sehr deutlich, wenn wir jetzt, und das wird nicht anders gehen, aus wirtschaftspolitischen, finanzpolitischen Gründen, wenn wir jetzt mehr Europa machen wollen und müssen, dann müssen wir zugleich mehr Demokratie machen in Europa. Wenn wir das nicht machen, wird es langfristig scheitern. Denn es geht nicht ohne die Menschen, es geht nur mit den Menschen. Und dazu brauchen wir entsprechende Instrumente, durch die die Menschen das Erlebnis haben. Ich kann mich auf europäischer Ebene einmischen. Ich werde da gehört. Meine Stimme macht einen Unterschied. Deswegen Zustimmung zu allem, was UK Preuß gesagt hat. Auch Wahl des Kommissionspräsidenten, Initiativrecht des Parlaments und so weiter. Aber eben auch europäische bindende Initiativrechte und europäische Referenden, damit die Bürger ein Sagen haben, wenn es um die gemeinsame Politik in Europa geht. Vielen Dank, Gerhard Heffner. Wir werden nachher noch mal konkreter auf die transnationalen Listen und die Bürgerinitiative eingehen. Graf Kiemanseck, wir haben jetzt gehört, dass Demokratisierung ein Ausweg aus der Krise, aus der Akzeptanzkrise in der EU sein kann. Wir haben auch gehört, dass die Demokratiefrage die Frage der Zukunft ist. Nun ist es so, dass Sie sehr kritisch hinterfragen, wie die EU überhaupt demokratisch verfasst sein kann. Deshalb meine Frage, ist denn dieser Ansatz zu sagen, mehr Demokratie in der EU, also eine Demokratisierung, kann sie der richtige Ansatz sein, um die EU zukunftsfähig zu machen? Ich würde zunächst Nachmittag vor einer Stunde ja die Frage gestellt hat, ob es sich überhaupt lohnt, so viel über europäische Demokratie zu reden, ob das das wichtige Thema sei in den Augen der Bürger, sei es ja offenbar nicht das wichtige Thema. Ich hätte eine Antwort auf diese Frage, die werde ich jetzt aber nicht geben, weil ich keinen Vortrag hier halten möchte, sondern gleich mich dem zuwenden. Ich unterstelle einfach, dass es ein wichtiges Thema doch ist oder ein bisschen wichtiger, als Sie es nehmen, sondern möchte mich gleich Ihrer Frage zuwenden. Ich denke, dass das erste Gebot, wenn man sich mit dem Thema europäische Demokratie beschäftigt, Nüchternheit ist. Und Nüchternheit ist eine intellektuelle Tugend, die uns bei manchen Stichwörtern relativ schwer fällt. Und Demokratie ist so ein Stichwort, wo uns die intellektuelle Nüchternheit nicht ganz leicht fällt. Die Dinge stoßen sich, denke ich, im Raum härter, als auch dieser Text es wahrnimmt. Ich sage es mal so, auf der europäischen Hochebene ist die demokratische Luft dünner und daran können wir im Kern nichts ändern. Der Sauerstoffgehalt nimmt ab. Je höher wir steigen im politischen System und die Vorstellung, das ließe sich irgendwie mit irgendwelchen Mechanismen beliebig steuern, das halte ich für illusionär. Ich glaube, wir müssen uns darüber klar sein, jede Kompetenz, die zur Europäischen Union wandert,
wird bürgerferner ausgeübt als die Kompetenzen, die in den europäischen Gliedstaaten ausgeübt werden, als die Kompetenzen, die in den Ländern, in den Gemeinden ausgeübt werden. Ich sage das nicht, weil ich gegen den Transfer von Kompetenzen wäre, sondern ich sage das, weil ich es für notwendig halte, dass wir uns klar machen, Integration hat ihren Preis. Und es bedarf einer Abwägung, was ist uns wichtig, welchen Preis sind wir dafür, in terms of democracy, sage ich jetzt einmal, zu zahlen bereit. Nur das ist sozusagen ein realistischer Umgang mit diesem Thema. Und dann kann durchaus herauskommen, dass mehr Integration sinnvoll ist und dass wir auch bereit sind, einen gewissen Preis dafür zu zahlen. Aber dieser Abwägungsprozess muss stattfinden. Die einfache Formel, mehr Europa ist immer gut, mit der wir jahrzehntelang gelebt haben und insbesondere in Deutschland gelebt haben, ist simplizistisch. Und dieses, die Luft wird dünner sozusagen auf der Hochebene, als sie unten im Tal ist, das gilt ja nicht nur für den einzelnen Rechtsakt, der etwa auf europäischer Ebene erlassen wird und der unter anderen Bedingungen zustande kommt, als ein Rechtsakt, der in einem der Gliedstaaten erlassen wird. Es gilt auch für die Konstruktion des Systems. Ich komme aus Baden-Württemberg. Und Baden-Württemberg hat vor ein paar Monaten sozusagen das demokratische Urerlebnis gehabt. Eine Regierung kann abgewählt werden. Auch eine Regierung kann abgewählt werden, die es für undenkbar hält, dass sie abgewählt wird. Dieses demokratische Urerlebnis gibt es in Europa nicht. Die Erfahrung, dass ein Wählerentscheid wirklich eine Entscheidung ist, haben wir noch nie gemacht. Dass das in Bezug auf eine europäische Regierung nicht möglich ist, hat ja eine gute Gründe. Wir können Europa nicht einfach institutionell analog zu jedem Gliedstaat konstruieren. Aber das zeigt eben auch wieder, Integration hat auch einen gewissen Preis. Wir können nicht alles gleichzeitig haben. Und darüber muss man nachdenken. Und jetzt will ich nur ein letztes noch hinzufügen. Etwas, was mich außerordentlich verwundert hat, auch in Teilen der Diskussion heute Nachmittag, aber in Teilen der Diskussion, die seit Monaten geführt wird. Wir reden auf der einen Seite über die Notwendigkeit, die Demokratie in Europa zu stärken. Wir reden auf der anderen Seite mit der größten Selbstverständlichkeit von der Entmündigung von Gliedstaaten. Und paradoxerweise reden gerade die, die auf der einen Seite intensiv für mehr Demokratie in Europa argumentieren, besonders unbefangen, hier saß heute Nachmittag jemand, für den das zutrifft, reden besonders unbefangen über die Entmündigung europäischer Staaten. Und das Argument... Und das Argument ist, ja, wir haben eine Wirtschaftsunion, eine Währungsunion, die das erforderlich macht. Die kann nicht funktionieren, wenn wir nicht immer mal auf Zeit einen der Mitgliedstaaten entmündigen. Ich finde, da muss man die Frage stellen, wollen wir eine Art von Integration, die uns zwingt, zeitweilig Mitgliedstaaten zu entmündigen? Vielen Dank, Graf Klimaczek. Ich möchte noch eine Nachfrage stellen und noch mal konkret auf die Vorschläge eingehen, die Ulrich Preuß gemacht hat bezüglich des Wahlrechts. Sie sagten, wir brauchen eine Wahl, einen Wählerentscheid, der auch eine Entscheidung darstellt, beziehungsweise daran mangelt es bei der Wahl zum Europäischen Parlament. Ulrich Preuß hatte jetzt vorgeschlagen, transnationale Parteienlisten einzuführen. Zuerst mal mit, ein Teil der Liste soll transnational besetzt sein. Es soll ein Spitzenkandidat vorgestellt werden, der dann also kandidiert für die Spitze der Kommission, also als Kommissionspräsident. Und dieser Präsident soll auch aus der Mehrheit des Europäischen Parlamentes dann hervorgehen. Damit hätte man ja so
zumindest Ansätze von Elementen, von denen Sie gerade gesprochen haben. Also dass es fehlt die Abwählbarkeit der Regierung oder der Exekutive, haben Sie gesagt. Und hier Wählerentscheid muss auch eine Entscheidung beinhalten. Würden diese Vorschläge in die richtige Richtung gehen, Ihrer Meinung nach, und dann auch wirklich zu diesem Ziel führen? Jetzt kommt der zweite Teil meines Plädoyers. Ich wollte durchaus nicht sagen und will durchaus nicht sagen, dass es nicht Spielräume gibt, in denen wir die europäischen politischen Mechanismen verändern können im Sinne eines stärkeren Einflusses der Bürgerschaft als Kollektiv, weniger natürlich der Bürger als Einzelne, und dass es nicht sinnvoll ist, diese Spielräume zu nutzen. Aber die primäre Frage ist immer die, wollen wir den Verlust, der mit Integration verbunden ist, an Intensität von Demokratie, halten wir den Preis für gerechtfertigt? Das lasse ich jetzt. Ich denke, europäische Parteien, um nur dieses Stichwort aufzugreifen, sind eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass Parlamentswahlen den Sinn erfüllen können, tatsächlich Entscheidungen zu sein, die der Wähler trifft. Aber es gibt noch eine Vorvoraussetzung, und die ist besonders in Deutschland nie erfüllt gewesen. Es muss politischen Dissens über Europa geben. Ohne einen politischen Dissens darüber, wie sich Europa entwickeln soll, sind Wahlen vollkommen sinnlos. Erinnern Sie sich an eine Europawahl, bei der Sie den Eindruck gehabt hätten, dass Sie eine Entscheidung treffen. Warum nicht? Weil die deutschen Parteien uns immer mit einem Einheitskonsens über Europa konfrontiert haben. Und der Dissens als etwas prinzipiell Illegitimes im Blick auf Europa galt. Das ist eine spezifisch deutsche Tradition, die sich natürlich auch erklären lässt. In anderen Ländern war das anders. Aber ehe wir nicht diesen legitimen Dissens in europäischen Fragen haben, der von europäischen Parteien uns präsentiert wird, haben Wahlentscheidungen keinen Sinn. Wenn wir das haben, dann haben die Wahlentscheidungen einen Sinn. Und das ist Teil ja auch Ihres Plädoyers, wenn ich das richtig sehe. Okay. Vielen Dank, Graf Kiemanseck. Herr Dagrabe, Sie haben sich auch mit dieser Frage beschäftigt, inwieweit Parteien und Parteienwettbewerb eine stärkere Demokratisierung in der EU herbeiführen können. Wir brauchen einen politischen Dissens, hat Graf Kiemanseck gesagt. Einen legitimen Dissens. Einen? Einen als legitim akzeptierten Dissens. Okay. Sehen Sie in den Vorschlägen zur Reformierung des Wahlrechts, die UK Preuß gemacht hat, einen Fortschritt? Vielen Dank. Ich kann diese Frage antworten, aber ich schäme mich, eine typische Engländerin zu aussehen und Englisch zu sprechen, aber ich werde sicher kürzer und klarer, wenn ich Englisch spreche. But I can also assure you, I don't have typically British views on Europe at the moment, which have become rather uniformly sceptical, as you may have noticed. In fact, I work in Brussels, I have done for the past 8 years, and I worked for the Commission for 5 years, so I'm about as committed a European as you can get from the British Isles these days. I would very much like to come on to these two proposals. I think they're very interesting. But I just wanted to give a slightly wider context for all of this too. I mean, we've been quite rightly speaking about politics at national level and at European level. But there's a wider context about the politics of Europe at the moment. I remember there was quite a funny book in a way called Democracy in Europe that Larry Siedentop produced about 15 years ago, in which he said the main problem with European politics and the connection with the voters is that there's not enough drama. It's just not exciting. It's all about fisheries policy and competition rules and regulation, and people just don't want to know about this. What you want is, you know, political fisticuffs and parliamentary debates and so on. Well, I think this year we've had more than enough drama. In fact, Europe has rarely been out of the headlines. Newspapers have discussed at great length. The euro has been on the front page. The problem is it's been nearly all bad news. In the previous session, Andrew Moravcik was pointing out, we're actually in danger of talking ourselves into a depression in the way it's being presented.
presented. But this is actually very important because this drama about the euro is part of a wider crisis of democratic politics in Europe, which is not specifically about the European Union. The European Union gets blamed, this sort of antipathy towards the EU, because it is the level of government that is, by necessity, the furthest away from the people. But in fact, I think there's something of a crisis of democracy at national level and even at land level in some cases, in some countries. I think less in Germany, but in some countries, for example, the UK, where the whole question of constitutional settlement is still not complete. So if we were to think about, before thinking specifically about how to reconnect decision-making with the people, we've also got to think about why people feel alienated from political decision-making in general. There have been several recent surveys on this subject which are extremely interesting. For example, one by Edelman recently showed that in 2010, people mistrusted the state more than any other body. They mistrusted the state more than they'd mistrust estate agents, for example, and journalists, and the people they usually mistrust the most. In the previous 2 years, in 2009-2008, there had been mistrust in business and especially in banks. That's understandable. But the mistrust of the state and the mistrust of democratic politics and of political systems as giving people participation and voice is a really worrying one. We're seeing populist parties grow in Europe, not just because of what's happening with the euro, but much more broadly because people don't feel that they connect with mainstream politics anymore. Now, that's perhaps not surprising. We're more than 20 years after 1989 now, so left and right simply don't mean what they did during the Cold War, or certainly they don't mean what they did when they were first emerged after the French Revolution. And that this is leading to something of a crisis in terms of party politics. And this very much relates to the question of the transnational lists. It's a very interesting idea, and they might help, but they're a helpful but rather insufficient measure, it seems to me, if the European parties don't offer clear choices, clear differences in terms of policy platforms and narratives about the future of Europe. I won't comment on Germany and how far the parties are different on their European the European visions that they present, but I can certainly say that in Brussels, there's not actually massive differences between the main party groupings in terms of the future of Europe. Apart from, I mean, I'm talking about the major ones. I'm talking here really about four groupings. As you know, the European Parliament now has many strange splinter groups and so on. But if you think about the EPP, the Party of European Socialists, the Liberals, and the Greens, and Greens and others, but I'll just call them the Greens for the sake of brevity. It's actually quite difficult to distinguish between them on many key issues, including on the euro. The public isn't presented with very clear alternatives. We are going to get you out of the euro crisis by going this way. No, we're going to do it in a completely different way. No, there's a sense that we're all stuck. None of us know what to do. The decisions will be taken at midnight by prime ministers and presidents who are probably insufficiently briefed on the size of haircuts and how exactly Eurobonds would work. And ultimately, we're all in hock to the markets and the IMF. This is the kind of narrative that is being spun. It's not about grand visions for getting out of this crisis. So I think cross-party lists, it's a nice idea, but actually we also need to look at what voters are interested in and whether they're really being presented with clear choices. The EU's own democratic deficit, which we could all talk about forever, is not really the core of the problem right now. It remains there, yes. I'm concerned that the European Council is not necessarily more legitimate in its decision-making than is any other body, because after all, these prime ministers and presidents at midnight are not necessarily reflecting what they have heard from the people during the election campaign. And the lack of participation that my predecessors in speaking today have talked about is absolutely key. This lack of participation will come back to bite them, even if they find the solution to the crisis. The fact that people's television screens are showing them exhausted-looking prime ministers emerging with yet another kicking the can down the road kind of decision, this is not very good for democracy long-term. It really isn't. But there's a problem that
the party groupings, I think, at European level do not represent clear constituencies in the population. Now, in Germany, the party system is very well established, very well developed. It's been functioning. There hasn't been a massive disruption because there hasn't been a massive populist party that has risen to take up the vacuum that's there in politics. Perhaps it will if the FDP goes down to 3%, 2%. There hasn't been a populist party on the scale of the Front National in France or even of the Danish People's Party or the Sweden Democrats. Or there isn't a party that has emerged to occupy the space of the angry, the outraged, even the reluctant radicals in the population. In a way, Germany's lucky. Maybe this will happen in the future. And I think Germany also has a very interesting experience because it's one of the first countries where the Greens have proved already that you can move beyond left and right to offer further alternatives. So Germany's very interesting. But in many countries in Europe, there are not clear ideological differences between the major mainstream parties. They give a similar narrative on Europe. They give a similar narrative on the economy, because, you know, the left's alternatives might have a bit more on solidarity, but in many countries, there's not really very much difference. For example, in the UK, for example, in Sweden. And I think the Greens are more cohesive at European level in stressing particularly the environmental issues, issues of nuclear and so on. But the big tents that are represented by the European People's Party, the PES, and the Liberals, don't really represent clearly different interests. Who are these? And that's not surprising because the constituencies have changed. The public has changed, the voters. You know, you could, originally the socialists represented the workers. Well, who are the workers now? Pretty well everybody is a worker. Who are the capitalists? Well, a lot of people actually own shares, especially with their pensions these days. Who are the liberals? Well, everybody's a sort of economic liberal these days. So it's these big tents with enormous differences between, for example, the Swedish moderates, who are officially EPP but are far left to the British Labour Party, or indeed, the Italian socialists, who on green issues sound actually much more green than the British Greens. How do these groupings in the European Parliament really represent different constituencies within the European public? I'm not sure that they do anymore. So when we come back to cross-party lists, I think it's very good to have more participation, more debate, but I'm not sure that we'll solve the problem if the party groupings don't really represent clear constituencies. And that also takes us to the problem with connecting with EU level decision making through the election of the Commission President. I also wonder a bit about how many people might actually turn out to vote for example, a directly elected Commission President, an idea that has done the rounds many times. It would be really embarrassing if it were below the levels of turnout for the European Parliament elections, which have got down to 16% in some countries. Now, I think one issue, though, that it would be worth raising here, having worked in the Commission and being in Brussels now, is that there is actually a bit of a democratic problem with the Commission itself. The Commission is typically described as being very technocratic, hard to understand, hard to connect with the people. But there's actually a hidden part of the politicisation of the Commission that hasn't been discussed. We've talked about politicising more the Commission President's election. Well, that's all fine. But I think there's a problem with over-politicising the Commission itself, because it's in danger of turning into Co-Repair 3. Now, to explain the jargon, Co-Repair is the Committee of National Permanent Representatives who discuss things between member states. It's intergovernmental bargaining in the Council. That's fine. That's also happening now inside the College of Commissioners, which are supposed to represent the broader European interests. And this is where Greens should be really worried, because there are very few Green commissioners. I think Michaela Schreier is here with us today. Because there's only one commissioner per member state now, it's very rare for a Green to be able to get in. And so where are the Green interests represented among the commissioners? German interests are represented, for sure. And there's a huge amount of lobbying that goes on in a rather hidden way through the commissioners, much more than there used to be. It's now become much more acceptable. And I think that's actually very worrying, because the Commission should be representing the wider, longer-term interests of the European public. And that will exacerbate the crisis of mistrust in institutions if that continues. So I'm all in favour of innovative methods of citizen participation and debate about policies beyond elites. But I'd just like to highlight to you one that we haven't mentioned that I think would actually have more of an impact. And that's the European version of Valomat.
Now, here in Germany, you know Wahlomat. You know that you can go onto a website, you can put in your preferences on lots of different issues, so you can find out which party really corresponds with your views. This was pioneered in Germany, and we don't have it in other countries. But there's a wonderful website called votematch.eu that I encourage all of you to go and try out. Because if you go onto votematch.eu, and you can put in your preferences on many issues, and it'll tell you which of the European party groupings represent your interests. And I know a lot of people now who've done this, and have been absolutely amazed to find that as a lifelong socialist, they're actually a Green. Or they've gone in thinking they're a liberal and they're actually a conservative. But it's actually, this is all has been quite hidden because of the fact that there aren't clear policy platforms to choose from, because there aren't clear ideological differences. So votematch.eu is a very good innovative way of getting people interested. But if the parties don't respond to the inconsistencies shown up by VoteMatch, then the risk is that we will actually see a further widening of the gap between the citizens and European politics. Vielen Dank, Herr Nagabe. Bevor wir jetzt in die Diskussion mit dem Publikum gehen, wollte ich Gerald Heffner aber wirklich ganz kurz drei Sätze fragen als parlamentarischer Abgeordneter. Warum ist es für Parteien so schwierig, in den europäischen Wahlkampf mit einer wirklichen politischen Agenda zu ziehen und da auch um die Wählergunst zu werben, also eine Agenda, die aufzeigt, was man in der nächsten Legislaturperiode oder wofür man kämpfen möchte in der nächsten Legislaturperiode. Liegt es daran, dass es so kleinteilig ist, was im Europäischen Parlament entschieden wird? Liegt es an dem mangelnden Interesse oder warum ist es so schwierig? Und das in drei Sätzen? Ja, bitte. Also dann kann ich nur einige Faktoren aufzählen und Sie können sich innerlich die Liste ergänzen. Ich glaube, ich würde aber gern die Faktoren aufzählen, die nicht menschliches Ungenügen sind, sondern systemisches Versagen. Ein Element ist zum Beispiel, dass das Europäische Parlament und alles, was ich jetzt sage, begegnet sich mit dem, was Uka Preuß vorhin gesagt hat, das Initiativrecht nicht im vollen Umfang hat. Das heißt, man macht dort Politik so, dass man reagiert auf Kommissionsvorschläge und die dann versucht zu verändern und zu verbessern. Das Parlament ist noch gar nicht der Ort geworden, wo wir eine Debatte führen, wie wollen wir eigentlich, dass die Dinge weitergehen. Ich habe im Bundestag zum Beispiel ständig mit eigenen Gesetzentwürfen gearbeitet zu Sachen, die nicht von der Regierung kamen. Das dürfen wir sozusagen gar nicht. Die Debatte findet nicht statt. Zweitens, es gibt die europäischen Parteien nicht. Die Grünen sind bislang die einzigen, die sich als europäische Partei formiert haben und versucht haben, bei der letzten Europawahl einen europäischen Wahlkampf zu machen. Aber auch hier begegnet sich das, denn die Idee mit den Transnationalisten mag einigen spinnert erscheinen. Sie zwingt aber die Parteien dazu, was sie bisher noch gar nicht tun, einmal europaweit zusammenzukommen und eine europaweite Liste aufzustellen, sich auf Spitzenkandidaten zu einigen und damit dann auch zu diskutieren, was ist denn das Programm, auf dem wir diese europaweite Liste aufstellen. Damit würden Parteien gezwungen, europäisch zu denken und zu diskutieren, was sie gar nicht tun. Wir haben keine europäischen Parteien, sondern die Europawahlkämpfe sind für die nationalen Wahlkämpfe etwas, was nebenbei läuft, wo man Wahlkampfkosten Erstattung einsteckt, aber nationale Themen thematisiert und europäische verschweigt. Vielen Dank für die drei Sätze. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen diskutieren oder die Referenten mit Ihnen. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde. Ich wäre gerne noch auf das Thema Europäische Bürgerinitiative eingegangen. Vielleicht lässt sich das jetzt im Rahmen dieser Diskussion auch noch machen. Ich hatte hier schon eine Wortmeldung. Das Mikro kommt. Hoffmann ist mein Name, ich bin einfacher Bürger Berlins. Ich wollte an sich auf Professor Preuß zurückgreifen, aber Graf Kielmanns Eck kommt auch nicht zu kurz. Sie sprachen immer über Wahlvorschläge, was man machen kann, was tun. Mein Schwerpunkt liegt an sich bei Asien. Die Asiaten sind erstaunt, was man alles hier in Europa macht bzw. machen kann. Da wäre eine Vorlesung über Wahlrecht meines Erachtens nach sehr, sehr interessant. Graf Kielmanns Eck hat einen Punkt aufgegriffen,
Das hieß Souveränitätsrechte reduzieren oder einschränken. Ich habe heute in einem Fernsehen zufällig gehört, dass man sagt, wenn man eine Krise hat und die Kredite sollen nicht vollständig zurückgezahlt werden, sondern nur teilweise, dann muss das Land auch damit rechnen, dass einige Souveränitätsrechte zeitweise gestrichen werden. Jetzt haben wir ja den Fall Griechenland und das ist ja die Krise, die sehr stark die Bevölkerung auch anspricht. Und da höre ich im Verhältnis wenig, ich höre mal nur was vom Wahlrecht. In Wirklichkeit ist das ein finanzielles Problem bei den Griechen. Wir gehen da mal von aus, dass sie 380 Milliarden Euro zurückzahlen sollen, was sie natürlich nicht können. Aber auch die Hälfte können sie auch nicht. Das war ja da ungefähr der Stand von 2008 oder 2009. 2005 waren sie bei 95 Milliarden Euro. Und das konnten sie auch nicht zahlen. Das heißt, das sieht mir so aus, als ob das ein Endlosband ist, für Schulden zurück, weiter sich auf, zulegen zu lassen. Was man überhaupt nicht berücksichtigt hat, dass solche Länder, ich hatte gehört auch von unter anderem auch von Spanien, dass sie ein Strukturproblem an sich haben. Sie haben keine Industrie oder kaum Industrie. Das soll auch bei anderen Ländern auch der Fall sein. Und das sind ja die großen, da erwartet man ja große Steuereinnahmen. Warum versucht man nicht, diese Staaten zu modernisieren? Sie haben nicht das Know-how, darüber sind wir uns im Klaren. Sie brauchen Leute von außerhalb, das obere Management, die jetzt die Sache systematisch durchziehen. Hat man das schon mal bedacht? Dankeschön. Dankeschön. Andrew Mubarakchuk, bitte. Okay. One comment and three questions. The comment's very quick to Herr Hafner. That fact about 80% of legislation in Germany coming from Europe is just plain wrong. I know that Herzog once said this, and everybody in Germany believes it, but it's been studied to death by political scientists, and the real number is 10 to 15% in almost every country in Europe, and it's obvious that this is true because there's so many things like administer policies and spend money that the European Union can't do. Three questions. The Hermann Kielmann said, so you say, every policy that moves up to the European level moves away from the citizens or becomes Bürgerfern, you say. Now that assumes, of course, that all policies at the national level are Bürgernah, right? They're close to the Bürgers, but of course that's not the case. So all I have to do is to find one counterexample to show that your principle is wrong. Here are four. European Union gives individuals local voting rights if they don't reside, if their citizenship is not in that place. Isn't that, that's not Bürgerfern. Competition policy breaks the back of big monopolies and gives rights to individuals and smaller economic actors. Trade breaks the back, free trade breaks the back of special interests and gives the rights to consumers and individuals and gives a broader range of people participation in the trade policy process. And in environmental policy was long tied up by special interests, and it was only at the European level that many of these policies got started, where you had a critical mass of people that were willing to get things going. To Ulrich Preuss, I would like you to answer the question that I posed to the last session. Why is it that people don't take advantage of the many democratic participation rights they have now to stop the European Union? They could stop the European Union dead in its tracks. It is the most vulnerable political system in the world. You could vote out anybody in the European Council, vote out anybody in the Council of Ministers. In many European, many national parliaments have control, partial or total, over policy. You could vote out your European parliamentary representatives. You could slow down implementation nationally up to 10 years without suffering serious problems. Referenda. People do, you say, vote negatively in referenda, but they do so for reasons that have nothing to do with Europe, we find out. They're completely random. Why is it that people don't ever take advantage of these institutional rights? And if they don't, why should we give them more? Final question. To Mr. Hafner, I think you asked the right question.
The right question is to say, look, the democratic issue is who participates and what do they have to argue, who gets what, who wins and who loses. So let's take the current monetary and banking crisis. It's a fair question to ask. It's the right question to ask. It's the question nobody asks. Why is the German government paying money to Greeks so the Greeks can pay back Deutsche Bank? Okay? Now, who should be asking that question? Germans should be asking the question of the German government. And when you ask why the Germans aren't asking the question of the German government, your answer to that is because the CDU and the SPD don't let them. It seems to me this, you should vote green if you feel that way, but this seems to me a German democratic problem, or a problem that could easily be solved by elections in European countries if Europeans felt that way. What's the advantage of a cumbersome European democratic process to solve a problem that seems to be very easily solved in a focused way by just voting green? Vielen Dank. Wir haben ganz hinten noch eine Wortmeldung. Vielen Dank. Mein Name ist Marcel Dorsch. Einmal möchte ich noch ein Schlagwort hineinwerfen in die Debatte. Das ist ein kurzer erster Punkt. Und zwar spricht man auch in manchen theoretischen Debatten von einer Transnationalisierung von Öffentlichkeit. Also vielleicht der Notwendigkeit. Ich denke da immer jetzt so an ganz, ganz plump an das Arte-Journal, ja, was sozusagen versucht, die verschiedenen nationalen Öffentlichkeiten in Europa auch gegenseitig sich öffnen zu lassen, auch verschiedenen Themen, auch mit europäischem Bezug. Das als vielleicht ein Schlagwort, wo man kurz drüber sprechen konnte. Und dann auch als Mitglied von, das möchte ich vielleicht also vorschieben, von Mehr Demokratie e.V., auch von den Grünen, von denen ich mir manchmal noch viel mehr europapolitische Emphase wünsche, ist es ja doch so, wenn man sich mit der Geschichte der europäischen Integration auseinandersetzt, ist es ja eine Art, eine doppelköpfige Entwicklung zwischen diesem Begriff der supranationalen Entwicklung und der intergouvernemental orientierten Entwicklung. Jetzt kann man sagen, gut, man ist mit viel Emphase für die Supranationalität, für hier mehr Europa, mehr Entwicklung. Andererseits hat sich ja auch gezeigt, dass sich gerade die ganzen feinen Mechanismen, die vielleicht gerade von den Skeptikern gefordert worden sind, als sehr sinnvoll ergeben haben über die Zeit, weil somit auch die Integrationsschritte vielleicht und die Erweiterungsschritte auch überhaupt möglich geworden sind. Also dass gerade diese Dualität von Entwicklungslogiken dieses System Europa vielleicht auch zukunftssicher macht und zukunftsfest, sowohl bezüglich Erweiterung als auch weiteren Integrationsschritten. Also im Grunde möchte ich die Frage auch vielleicht ans Podium stellen nach der Finalität von Europa. Also braucht es dann irgendwie zwei Geschwindigkeiten oder drei Geschwindigkeiten jetzt? Oder kann man das dann noch als Ganzes irgendwie hinbekommen? Danke. Dankeschön. Ich möchte jetzt als erstes Ulrich Preuß die Gelegenheit geben, auf die Kommentare auch hier im Podium und auf die Fragen zu reagieren. Auch gerne mit das aufgreifen, was Andrew Morawczyk gesagt hat. Graf Giemanseck hat ja von einer quasi Gesetzmäßigkeit gesprochen, dass die Luft immer dünner wird, je höher die politische Handlungsebene geht. Das heißt, dass europäische Demokratie per Definition schwieriger und, wie Sie sagen, bürgerferner zu machen ist. Können Sie das so stehen lassen? Zunächst einmal glaube ich, ist das eine schlichte Wahrheit, der man nicht entgehen kann. Das ist ja auch der Grund, warum wir über Demokratie in den Nationalstaaten heute eigentlich längst weniger intensiv diskutieren als über Demokratie auf europäischer Ebene. Und man darf nicht vergessen, es gibt auch eine reiche Diskussion über Demokratie auf der internationalen Ebene. Weil internationale Demokratie als eine Möglichkeit, die vielfältigen Machteinflüsse
die sich auf der internationalen Ebene jenseits der Staaten und damit auch jenseits dem Zugriff der Bürger in den Staaten in Gestalt von IWF oder Weltbank oder WTO darstellen, die in irgendeiner Form einem Prozess der Legitimierung zu unterwerfen, also einem Prozess der Kontrolle, der Rechenschaft und so weiter. Da gibt es eine breite Diskussion, die wir hier noch gar nicht erwähnt haben. Da muss man die europäische Diskussion gleichsam auch gleich damit relativieren, denn weltweit gesehen, wenn man diese Diskussion, die ich gerade erwähnt habe, diese Frage der internationalen Demokratie, wenn man die verfolgt, dann fällt eins auf, dass die Autoren in der Regel voller Bewunderung auf Europa schauen. Sagen, Europa ist wirklich der Kontinent, wo internationale Demokratie am weitesten vorangeschritten ist. Die haben ein gewähltes Parlament, die haben Möglichkeiten der Rechenschaftspflicht der Organe. Das ist also alles bereits vorhanden, was es auf der internationalen Ebene nicht gibt. Und der Grund ist der natürlich, dass von der schieren Menge der Personen, die betroffen sind von bestimmten Entscheidungen, B, aber auch von der Vielfalt der beteiligten Völker und Staaten in einer internationalen oder supranationalen Gemeinschaft wie der EU, selbstverständlich die Frage der Legitimation durch die von Entscheidungen betroffen sind, extrem schwierig wird. Also von der, ich kann dem nur zustimmen. Nur wem ich nicht zustimme oder dem Satz, den ich nicht zustimme, den auch Andrew Moravcik bereits aufgegriffen hat, wenn Sie sagen, je mehr Kompetenzen auf die EU übertragen wird, desto bürgerferner wird das. Der Satz als solcher ist natürlich richtig, aber man muss sich sehr genau anschauen. Heißt denn das, dass alle Entscheidungen, die auf dem Nationalstaat, auf nationalstaatlicher Ebene getroffen werden, wirklich gleichsam die Interessen des Bürgers befriedigen können? Könnte zum Beispiel eine auf nationaler Ebene der Bundesrepublik versuchte Regelung über die Kontrolle des Bankensystems, also die Regulierung sozusagen deutschen Banken, das wäre doch ein reines Sandkastenspiel, weil das überhaupt nichts bewirken würde, wenn man das nicht gleichsam auf einer internationalen oder zunächst einmal auf einer supranationalen europäischen Ebene macht. Das heißt also, das ist ja, geschieht ja nicht aus reiner Willkür, dass man von der nationalen Ebene auf die auf die supranationale Ebene Kompetenzen überträgt, sondern deswegen, weil die nationale Ebene offenbar trotz ihrer Kompetenz sozusagen nicht die Gestaltungsmacht besitzt, um die Probleme, die für die Bürger entstanden sind, zu lösen. Das heißt also, mit anderen Worten, der Transfer von Kompetenzen, deswegen gibt es ja auch das Prinzip der Subsidiarität, nicht wahr, geht idealerweise immer nur dann vonstatten, wenn die nationale Ebene nicht mehr geeignet ist, die Probleme zu lösen. Und insofern ist es zwar richtig, dass das bürgerferner wird, und das ist der Grund, warum man dann überlegen muss, ja, wie können wir sozusagen auf dieser zweifellos bürgerferneren Ebene der europäischen Institutionen so etwas wie eine Art Kompensation für den Verlust an Einfluss auf der nationalen Ebene herbeiführen. Und das führt mich zu der Frage von Andrew Moravcik. Warum, wenn doch nun schon so viele Institutionen und so viele Möglichkeiten da sind, so viele sind es übrigens gar nicht, es ist also die Wahl zum Europäischen Parlament, aber das Parlament hat im Grunde genommen nicht wirklich die Kompetenzen, gleichsam einen Willen der Völker zum Ausdruck zu bringen. Wir haben auch nicht, darüber hat Gerald Häfner gerade gesprochen, wir haben auch nicht die Möglichkeit, sozusagen wirklich politische Konflikte, also unterschiedliche, was Sie auch selbst gesagt haben, unterschiedliche politische Richtungen gewissermaßen zu repräsentieren. Und bei dem Stichwort Repräsentation möchte ich auch erwähnen, die geringe Wahlbeteiligung im Parlament, im Europäischen Parlament, ist ja nicht nur unter dem Aspekt sozusagen der etwas ironisierenden Form, naja, die Leute wollen nicht, haben kein Interesse und weswegen soll man ihnen noch mehr Rechte geben, zu sehen, sondern die ist ja unter dem Aspekt auch zu sehen, dass mehr und mehr die Unterschichten in Europa sozusagen ausgeklinkt werden aus der Repräsentation in Europa, weil nur noch die Mittelschicht zu den europäischen Wahlen geht. Mit anderen Worten, wir müssen also auch uns überlegen, wie können wir die Repräsentativität des Europäischen Parlaments erhöhen, dadurch, dass wir sozusagen die Wahlbeteiligung erhöhen, die Möglichkeiten der Wahlbeteiligung. Aber ich will der Frage nicht aus dem Wege gehen, die Frage, die Sie gestellt haben, wie kommt das, dass die Leute davon keinen Gebrauch machen? Meine Antwort ist die, weil
weil die Bürger nicht erkennen, that my vote makes a difference. Ja, dass, also sozusagen, dass ich wirklich etwas bewirken kann. Das, was ich vorhin auch gesagt habe, wenn, ist ja auch mehrfach, Graf Kiemann sagt das auch, wenn die Bürger nicht das Gefühl haben, dass ich eine Regierung abwählen kann, dass also ich mit meiner Stimme irgendwie was bewirken kann, dann fragt man sich, oder fragt sich der Bürger, warum soll ich eigentlich mir die Mühe machen, da zu wählen, wenn es doch so vollkommen folgenlos ist. Das scheint mir das entscheidende Argument zu sein, obwohl ich nicht leugne, das ist klar, dass natürlich die Unmittelbarkeit die Anschaulichkeit sozusagen europäischer Politik eine viel geringere ist als die auf der nationalen Ebene. Aber ich denke, wir sollten dem Bürger schon, und Sie haben selber die Beispiele gebracht, nicht wahr, welche Nutzen der Bürger eigentlich von Europa auch hat. Wir sollten dem Bürger schon die Chance geben, gleichsam eine Entschädigung zu erhalten für den Einflussverlust, nicht den Verlust von Wahlrechten und formalen Rechten als Bürger, aber sozusagen den politisch-gesellschaftlichen Einflussverlust, der zweifellos auf nationaler Ebene stattfindet, dafür eine Entschädigung bekommen. Und dafür müssen wir gleichsam ein Instrument schaffen oder sozusagen die Voraussetzung schaffen, nämlich, dass er das Gefühl hat, jawohl, wenn ich zur Wahl gehe, dann spielt das eine Rolle, hat das Konsequenzen, dann wird sozusagen meine Repräsentation in diesen Organen erhöht und makes a difference. Das würde meine Antwort auf Ihre Frage sein. Vielen Dank. Graf Kiemanseck, an Sie wurden auch Fragen gerichtet und vielleicht können Sie auch auf die Frage zur Finalität der Europäischen Union eingehen. Ich denke, und das ist meine Antwort an Andrew Moravcik, dass es sinnvoll ist, zwischen der Output-Seite und der Input-Seite des politischen Prozesses zu unterscheiden. Und das, was Sie mir entgegengehalten haben, sind wesentlich Output-Leistungen des europäischen politischen Systems. Mein Argument bezieht sich auf die Input-Seite des europäischen politischen Systems. Und ich halte in der Tat daran fest, dass auf der Input-Seite die Möglichkeiten in einer funktionierenden Bürgergesellschaft, wie sie in den meisten Nationalstaaten ausgebildet worden ist, mit einer funktionierenden Öffentlichkeit und so fort, andere und größere sind, als sie im europäischen Kontext sein können. Das besagt überhaupt nicht, dass nicht eine ganze Reihe von, und hoffentlich alle, Output-Leistungen des europäischen politischen Systems dem Bürger wesentlich zugutekommen. Und das genau ist ja sozusagen einer der Hintergründe meines Argumentes, dass Integrationsschritte Abwägungsprozesse voraussetzen. Ich vereinfache es jetzt bewusst etwas, aber um das Argument klar zu machen, ist das vielleicht legitim, sozusagen, wie viel sind wir bereit, auf der Input-Seite zu opfern, um auf der Output-Seite etwas zu gewinnen. Und das kann sehr wesentlich sein, dieser Gewinn. Dieser Gewinn kann existenziell wichtig sein. Ich habe ja in keiner Weise gesagt, dass diese Abwägung gegen Europa ausfallen müsste. Man muss sich nur klar sein, sozusagen, was da zu bedenken ist. Und das bezieht sich insbesondere auch auf die von Ihnen angeführten europäischen Erfolge im Bereich der Umweltpolitik. Das hat natürlich etwas zu tun damit, dass die Input-Seite nicht so dicht besetzt ist wie in den Nationalstaaten, dass die Handlungsfreiheit europäischer Institutionen in bestimmten Bereichen größer ist, weil die Distanz größer ist oder die Organisationsdichte geringer ist oder wie auch immer. Und das kann tatsächlich ein Vorteil sein. Das kann bewirken, dass in bestimmten Zusammenhängen ein politischer Durchbruch dort gelingt, der im dichten Getümmel nationalstaatlicher Politik eben nicht gelingt. Und auch das ist wiederum nur ein Beweis dafür, dass Abwägungsprozesse notwendig sind und die einfache Devise, mehr Europa ist die bessere Lösung, die jedenfalls im deutschen Denken sehr lange Zeit bestimmend war, einfach nicht richtig ist. Und jetzt noch, weil Sie es angesprochen haben, ein Wort zu dem Stichwort Finalität. Es ist, glaube ich, eine alte Erfahrung von nun inzwischen 60 Jahren Integrationspolitik, dass wir diese Frage ständig diskutieren, aber nie beantworten. Und das ist eine gleichsam kollektive Klugheit, die sich darin äußert, dass wir wissen, dass diese Frage debattiert werden muss, aber dass wir klug daran tun, nicht eine Antwort erzwingen
zu wollen. Jeder hat vielleicht die seine, aber eine kollektiv verbindliche oder gar europaweit verbindliche Antwort auf die Frage, was ist denn das Endziel, würde den Fortgang des europäischen Prozesses unmöglich machen, weil der Konsens über dieses Endziel nie zustande kommen würde. Der Streit ist doch gut, haben Sie doch vorhin auch gesagt. Ja, aber der Streit setzt eben voraus, dass wir in dieser Frage sozusagen uns nicht auf Endgültigkeiten festlegen. Insofern denke ich, ist die Frage der Finalität anregend und wichtig, aber ich möchte keine politisch definitive Antwort auf diese Frage hören. Schon deswegen, weil ja im Lauf der Entwicklung auch offensichtlich die Antworten wechseln. In der Anfangsphase ist sehr stark der Gedanke, dass ein Bundesstaat das Ziel sein müsse, denken Sie an Hallstein, nicht wahr, dominierend gewesen. Das sieht man heute anders und insofern wären alle Antworten, scheinbar endgültigen Antworten auf die Frage der Finalität, doch sehr vorläufig. Nur ein Zwischenruf. Aber wie ist denn mit konkurrierenden Antworten? Wenn Sie hinreichend sozusagen konkurrieren, dann fände ich das gut. Ich bin nur durch, was die deutsche Debatte angeht, ein bisschen ein gebranntes Kind. Wir haben immer eine verbindliche Antwort in europäischen Dingen, die dann auch alle vertreten müssen. Und wer sie nicht vertritt, ist ein Skeptiker. Und ein Skeptiker ist in Deutschland eine moralisch anrüchige Person. Das ist einfach so. Ja, Herr Dacob, Sie können auch reagieren, gerne auch auf die Frage zur europäischen Öffentlichkeit. Nur ein sehr kurzer. I was just going to reflect, because I mean I think this issue of where are the precise differences, an area where there is no longer consensus in Germany as in many other countries is about the banks. And about this, there is huge anger about across Europe about banks in general, and this whole question of who's really being bailed out is critical. And this is perhaps where the Greens, who are noted for their concern for transparency and not in the pockets of the banking industry, could actually be rather vocal. I think the question of supranational banking regulation, you can make a very convincing policy case for it, you can make a rational case for it, and you can make an emotional case for it, which you can't do for most of the issues at European level. I had a very interesting conversation last Friday with the campaigns director of Avaaz. Avaaz is a social mobilization movement, and they did some of the beginnings of Occupy Wall Street before violence started and so on. And they called up and they said, right, you work for the Open Society. We want to do a big campaign on how to save Europe. So we need some slogans and some ideas of things that will really mobilize people to go online, to vote in and sign petitions and go out on the street and so on about how to get out of the euro crisis. So we started going through a few slogans. What will really mobilize, you know, annoyed 18-year-olds and disgruntled 37-year-olds and unhappy 65-year-olds? You know, you need to unite all of them. And so we came up with Eurobonds now. Okay, that didn't work, clearly. It has brevity, this is good. Then we had the need for supranational discipline on fiscal policy, but without infringing the fiscal sovereignty of countries that are sensitive like Germany. Okay, that doesn't work as a slogan. It certainly doesn't work across Europe in every language. And the only one we could really come up with was, we need supranational banking regulation. Now, this is not a vote winner. This does not get people out there. But the anger against banks, could it be turned in a constructive direction to try to change the relationship between the financial industry and the state and ensure that, in the end, banks are not the industry which, unlike any other, does get bailed out? I put it to you that this is the issue that Greens could campaign on that nobody else could. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch 3 Minuten, haben schon überzogen. Gerald Heffner, an Sie wurde auch eine Frage gerichtet. Auch gerne noch mal einen Satz, wenn es geht, zur europäischen Öffentlichkeit. Wir haben heute schon gehört, dass der 15. Oktober, die Protestaktion, dass das ein Beispiel vernetzter europäischer Öffentlichkeit sei. Brauchen wir das? Ich halte die Frage kurz. Ich gebe sie sofort an Sie weiter. Ja, ich lebe mit diesem merkwürdigen Phänomen, dass bei mir immer die Sätze rationiert werden, was im Übrigen nichts hilft, weil ich mühelos in der Lage bin, einen 2-minütigen Satz zu sprechen, was ich Ihnen aber nicht antun möchte. Aber ich will einfach versuchen, in der Zeit, die man mir gibt, auf das einzugehen, was hier von verschiedenen Seiten gesagt worden ist, und versuchen, auch Ihre Frage zu beantworten.
wenn es geht, noch mit reinzunehmen. Und würde gerne anfangen bei Herrn Hoffmann. Nur ganz knapp, Sie sprachen von Asien. Ich bin übernächste Woche in Korea und ich bin dort eingeladen, genau zu der Frage von ASEAN. Ja, inwieweit ist die Erfahrung der Europäischen Union Vorbild für ASEAN oder kann sein oder nicht? Und ich sehe das auch so. Wir leben in einer Welt, in der wir mehr und mehr Dinge transnational regeln müssen. Und die Frage ist, gelingt uns dies demokratisch oder geht transnational nur unter einem Verzicht auf Demokratie? Ja, ich stimme Ihnen zu, Graf Kielmanns Eck, ich bin gern in den Bergen, je höher Sie kommen, desto dünner ist die Luft. Aber auch der Blick ist weiter, der Überblick ist größer und es macht keinen Sinn, sich immer von den Höhen fernzuhalten. Ja, ich weiß, Sie haben gar nichts, Sie haben auch das nicht gesagt, was Ihnen vorgeworfen wurde. Sie haben nur auf einen Sachverhalt aufmerksam gemacht, den Sie korrekt beschrieben haben. Und jetzt ist die Frage, welche Konsequenz ziehen wir daraus? Ja, und ich ziehe die Konsequenz daraus, erstens, wir müssen natürlich darüber nachdenken, das tun wir noch nicht genug. Wo brauchen wir Europa? Was ist sinnvoll, auf europäischer Ebene zu regeln und was nicht? Ich bin durchaus nicht ein Freund, alles auf die je höchste Ebene zu tragen, sondern ich meine, viele Dinge machen wir im Moment europäisch, die wir besser auch weiter unten tun könnten. Aber es gibt viele entscheidende Fragen, die gehen nur europäisch. Und da bin ich allerdings der Meinung, müssen wir das demokratischer machen als bisher, sonst werden das die Menschen auf Dauer nicht mitmachen. Ich will kurz, Herr Morawczyk, Sie erlauben mir das einfach. Also ich bin ja über den Gestus erstaunt und fasziniert. Sie haben mir ja einfach gesagt, it's completely wrong, totally wrong. Das erstaunt mich immer, weil diese Welt kenne ich gar nicht mehr. Ich hätte mich gefreut, Sie hätten gefragt, auf welche Zahlen beziehen Sie sich. Ich selbst, Sie haben gesagt, Sie haben die richtigen Zahlen, 10%. Ich habe zu dieser Frage lange recherchiert und ich kenne mehr als ein Dutzend Studien. Ja, und das schwankt zwischen 87%, das war damals die Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage des Abgeordneten Singhammer im Deutschen Bundestag, und etwa 15%. Sie schicken mir jetzt Ihre Studie ab. Aber ich würde vorschlagen, dass wir diesen Gestus rausnehmen und versuchen, irgendwie, was vergleichen wir. Wir sind uns sicher einig, Herr Morawczyk, dass zahlenmäßige Angaben, insofern möchte ich auch meine sehr relativieren, immer problematisch sind. Denn Sie können eine EU-Richtlinie nicht vergleichen mit einem Bundesgesetz und so weiter. Also vielleicht können wir da ein bisschen konstruktiver argumentieren. Aber was bleibt, ist die Kernfrage. Zu den Referenda haben Sie einfach gesagt, die Leute stimmen doch aus ganz abseitigen Gründen ab. Also lassen wir es doch besser. Ich glaube, auch da gibt es wirklich sehr viel empirische Forschung in Europa, auch über Europa hinaus, die zum Beispiel zeigt, wenn ich mir das nur knapp erlauben darf zu sagen, Referenda führen dazu, dass die Information massiv steigt. Die Leute informieren sich, was sie vorher nicht hatten. Übrigens selbst in Frankreich, übrigens auch Dänemark, in den Niederlanden. In Frankreich war es zum Beispiel so, dass auf den ersten drei Plätzen der Sachbuch-Bestsellerliste vor der Volksabstimmung Sachbücher über den EU-Vertrag waren. Ja? Vorher nicht. Also, wobei man sehr viel darüber reden kann, dass das Referendum in Frankreich katastrophal organisiert ist. Es findet statt, wenn es dem Präsidenten der Republik gefällt. Es ist kein wirklich demokratisches Instrument, das die Gesellschaft nutzen kann. Und so weiter. Also da müsste man schon, meine ich, präziser argumentieren. Fakt ist, es stärkt Information, es stärkt die Diskussion, den Diskurs zwischen den Menschen. Es stärkt den Diskurs über Sachfragen und nicht mag ich die Merkel oder den Steinbrück über den Steinmeier, sondern welches Europa wollen wir oder welche Politik in einem bestimmten Bereich. Es stärkt am Ende auch das Engagement der Bürger. Es engagieren sich viel mehr, es identifizieren sich die Bürger stärker mit dem Gemeinwesen. Sie akzeptieren das Ergebnis weit mehr, als wenn sie nicht beteiligt waren. Es stärkt damit auch die Legitimationskraft. Es stärkt den Zusammenhalt von Gesellschaften. Ich würde gerne ganz grob den Unterschied zwischen Schweiz und Belgien an der Stelle mal einfach in den Raum stellen. Zwei Länder mit verschiedenen Sprachen. Die Schweiz organisiert ständig oberhalb der vier Sprachen, die es da gibt, den Diskurs über zentrale Fragen der Politik in der Schweiz und hat in Europa das stärkste Zusammengehörigkeitsgefühl. Faszinierend bei einem beim Land mit vier Sprachen, was auch vier Kulturen bedeutet. In Belgien gibt es nichts dergleichen. Da gibt es Referenten auf der unteren Ebene, aber nicht national, und Belgien ist ein Land, das zerfällt anhand dieser Sprachgrenzen. Wir haben in Europa 27 Sprachen und wir tun gut daran, darüber nachzudenken, was können wir denn organisieren, dass die Menschen zusammenkommen, sich als Europäer wahrnehmen können und über europäische Fragen streiten können. Ich sehe Sie, das war schon mit ein Kommentar zur Öffentlichkeit, weil ich fürchte, ich muss jetzt Schluss machen, sonst werden mir noch für den Rest des Abends die Sätze rationiert. Ich danke Ihnen. Jetzt gibt es noch ein rationiertes kleines Schlusswort von Ulrich K. Preuß und dann
hören wir auf. Ja, das ist ein richtiges Privileg. Das nutze ich dadurch aus, dass ich besonders kurz bin, was sonst nicht meine Art ist. Zunächst einmal, ich glaube, Demokratie und die Frage der Demokratie ist nicht eine Frage sozusagen des Idealismus, sondern es ist eine Frage der Notwendigkeit. Es ist eine Frage der Notwendigkeit deswegen, weil in Europa und durch Europa Macht ausgeübt wird. Und es ist nun einmal eine europäische Tradition, dass Macht in Europa jedenfalls legitim und legitimiert sein muss. Und deswegen also darüber nachzudenken, wie diese Legitimation aussieht, ist Teil unseres Diskurses über das, was Europa ist, nämlich welche Macht und zu welchem Zweck und auf welcher Grundlage und mit welchem Ziel wird in Europa Macht ausgeübt. Nicht nur, wie Andrew Murray vorhin sagte, sozusagen in der Außenwelt, also in den internationalen Beziehungen, sondern auch innerhalb der Europäischen Union. Das heißt also Macht über den Bürger. Und eine Macht, die über den Bürger ausgeübt wird, die nicht ihrerseits demokratisch legitimiert ist, ist keine Macht, auf deren Grundlage Europa existieren kann. Deswegen, wer Europa will, kann nicht anders als über europäische Demokratie nachdenken und diskutieren, wie wir das heute Abend hier gemacht haben. Das ist natürlich noch kein Ende, das ist ja klar, aber es ist immerhin ein Schritt in dieser Richtung des permanenten Diskutierens über Demokratie. Ja. Vielen Dank für die interessante Diskussion. Wir konnten viel erörtern, aber auch viele Dinge nur anstreifen. Ich glaube, dass wir einen ganzen Tag bräuchten, um darüber zu reden. Wir werden uns als Stiftung auch noch einiges einfallen lassen, um da weiter zu diskutieren. Jetzt lade ich Sie ein, unten in der Cafeteria weiter zu diskutieren. Heute hatten wir eine Generaldebatte. Morgen werden wir über die einzelnen Politikbereiche diskutieren, zum Teil auch in anderen Formaten, Arbeitskreisen, Fishbowl, wo auch mehr Zeit für Diskussion zu Verfügung steht. Genau, ja. Danke, und morgen um 9 Uhr geht's weiter. Ja.